Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory hier auf Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist der Thompson. Thompson. Servus. Tommy Lee D. Thompson. So, gut. Ich wollte jetzt hier erstmal ganz schnell da so in die Richtung hinbauen, dass wir jetzt hier das Kraftwerk hinten in Betrieb nehmen. Da wollte ich jetzt noch drauf, aber ich glaube, ich brauche dafür mittlerweile auch noch Eisenplatten. Ja, ich brauche Eisenplatten. Ich muss mal Eisenplatten holen. Also wie hast du jetzt gesagt, mit der Wand? Ist das notwendig oder? Also, naja, sagen wir mal so. Ich komme mal nochmal zu dir hin. Ich gucke mir das nochmal mit an hier, sonst... Also, warte mal. Wir können... Warte mal. Gott. Du hast gesagt, zwei Platten Abstand oder drei? Eine Platte. Drei denn zwischen den einzelnen Platten, also zwischen den Gängen. Aber wir können ja jetzt hier die Fabrik in die Richtung weiterbauen. Das heißt, du kannst ja jetzt hier quasi eine Platte... Warte mal. Hier, ja, hier. So. Hier so einen Durchgang machen. Ne? Was hast du denn in deiner Hand? Ein Konstruktor. Den brauchen wir jetzt nicht. Weg damit. Aber wir wollen Wires machen. Weg! Brauchen wir gerade nicht. So. Nimm mir da mal so eine Wand in der Hand. Mit Loch drinne. Stell die mal hier genau auf diese Grenze. Ich sehe es gerade nicht. Ah, Wars. Hier. Direkt vor mir. Danke. Wunderbar. Und dann stellst du noch eine dahin. So. Und dann verbindest du jetzt den einen mit einem Dingenskirchen hier um die Ecke mit der Wand und den anderen quasi mit der hinteren Wand hier. Schön mit einem... Musst du nicht mit so einer Wand machen? Nee, die Wand kannst du wegreißen da. So. Brauchen wir da nicht mehr. Also machst du den Dings dran hier, stellst du hier so einen Splitter hin und dann ums Eck legt und da hinten stellst du den Splitter hin und ums Eck legt. So, und dann lässt du hier drei Platz und dann fängst du mit der Wire-Fabrik an. Puff, puff. Müsste von der Breite sich auch ausgehen, dass wir dann hier noch Platz haben. Ja, das müsste sich ausgehen. Weil die Wires, da kannst du ja auch wieder, glaube ich, 30 reingeben, ne? Pro. Na, da kommt, nee, wie war denn das? Ist das 15 zu 45? Ist ein ganz blödes Verhältnis, ne? Irgendwie war das doch so ganz doof. Ich weiß gar nicht mehr. Na, egal. Oder war das bei den Schrauben so bescheuert? Das weiß ich auch nicht mehr. Ja, Schrauben sind immer... Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Ja. Gefällt dir das? Oder gefällt dir das nicht? Okay. Gut. Doch, sehr gut. Ja. Dann gehst du jetzt hier mal, also hier lässt du jetzt mal drei Platten Platz, ne? Und dann mache ich einen schönen Konstruktor. Nee, dann baust du hier eine Wand hin. Was? Eine Wand mit einem Loch. Eine Wand? Eine Wand mit einem Loch. Hier ist der Gang, du stehst jetzt gerade im Gang, da wo wir mit dem Trecker langfahren können. Hoppala. Ja. Hier, Wand mit Loch. Na, wo ist er denn? Da ist er. Sehr schön. Dann machst du hier wieder dieses, ne, bis 12 hoch und dann die Brücke drüber, damit wir mit dem Trecker dann hier überall immer durchfahren können. So. Und dann kannst du hier hinter dann mit einem Splitter anfangen und das dann aufsplitten, links nach rechts und so, ne, wie du das brauchst für die Wires. Hinter der Wand. Ja. Und dann kannst du die Konstruktor setzen. Diesen komischen Elektrokasten, den stelle ich dir hier noch weg. Und es müsste eigentlich sich vom Platz her ausgehen, dass du bis zum Wire kommst bei dem und dass wir hier in der Mitte dann eine Produktionsanlage haben, die von beiden Seiten die Rohstoffe kriegt und dann Computerchips herstellt. Egal in welche Richtung wir die bauen, aber gut. So, das Ding werde ich jetzt. Das kann ich das jetzt nicht verbinden. Hauptsache, wir kriegen jetzt keinen Stromausfall. Fuck, ein bisschen herum hier. Gut. Oha. Was denn? Fuckt ein bisschen herum. Naja, gut. Kann passieren, sowas. Ich brauche Eisenplatten. Lässt es nicht verbinden, ist das für Plätze? Du musst die komischen Brücken, ne? Die wissen nicht, in welche Richtung sie gehen sollen, wenn du nicht am Ausgang schon mal was rangebaut hast. Die gehen immer davon aus, dass unten Eingang, oben Ausgang ist. Du heißt, du musst erstmal da hinten einen Förderband ranbauen, was wie einen, dass das da reingeht in die Fabrik quasi. Also erstmal den Splitter setzen vors Loch und dann einmal ein Förderband dann zum Splitter ziehen. Oder so, einfach ein Förderband ziehen, kurz. Sonst funktionieren diese Brücken nicht. Die gehen immer davon aus, dass unten Eingang und oben Ausgang ist. Warum auch immer. Warum auch immer man das nicht ändern kann. Ich verstehe es auch nicht, aber es ist leider so. Aber bei meinem anderen ging's? Ja, da ist ja ein Förderband schon dran unten. Also ich habe meistens, also ich baue immer gleich die Förderbänder dran mit.
wo ich da dabei bin. Aber dem ist noch kein Förderband, sondern dagegen Sach. Oder ja? Irre ich mich? Hm, weiß ich nicht. Also ich kenn's, dass es nicht geht. Dass ich mich jedes Mal davor setze und so... Schwierig. Ah, es hat sich hier ziemlich verglitscht. Hm. Weil da... Alter, was ist das? Da hat's ein... Conveyor Pole gebaut. Hinein in den Aufzug. What is this? Gott. Also ich glaube, die Performance ist schlechter geworden. Kann das sein? Keine Ahnung. Mit dem Patch? Also bei mir geht's nur. Vielleicht irgendwie haben sie den Server ein bisschen genervt. Also... Aber Performance. Na gut, vielleicht haben sie... Es läuft bei dir jetzt flüssiger, ne? Ja. Bei mir ist momentan... Also das ist jetzt hier richtig... Das ist schwierig. Also... Wenn ich es jetzt höflich ausdrücken sollte, würde ich sagen, ist schwierig. Robel die Katz am Borsigplatz, sage ich nur. So. Schwierig hier alles, alles ruckelt und ruppelt, ey. Bei mir geht's glücklicherweise, aber das willst du wahrscheinlich nicht hören. Nö, nee, ist okay so. Wenn's bei dir geht jetzt, ist das doch gut. Freut mich. Das freut mich ungemein. Sogar mit meiner Krippel-Hardware. Ja, vielleicht sollte ich. Vielleicht haben sie optimiert jetzt auf deine Hardware oder so. Muss ein bisschen downgraden. Ja. Wo ist denn der Power, Oil Generator, Fuel Generator? Und da der Ein- und Ausgang, da ist der Eingang, okay. Gott, wie soll ich denn das setzen? Warte mal, drehen wir den Eingang zu mir. Jetzt habe ich den Eingang auf der Nase, okay. So, jetzt muss der Eingang quasi hier mittig auf der Platte sitzen. Richtig? Richtig, der muss mittig auf dieser Platte sitzen. Ah, okay. Man könnte es dann sogar noch mehr splitten, weil es braucht bei der Wire-Produktion nur 15. Da könnte ich sozusagen... Ah ja, okay. ...dann 8 gut nebeneinander stellen. Das, oh, das könnte platztechnisch schwierig werden dort. Und soll ich so leicht versetzen irgendwie? Weil ich könnte... warte mal. Ich könnte dann noch einen Splitter und dann 3 nebeneinander. Oder 4. Geht eigentlich. Da habe ich noch Platz. Warte. Ja, nee. Splitte das ruhig auf 15 und stell 4 nebeneinander dann dahin. Das ist kein Problem. Ja. Aber dann mach ich den Abstand schön noch alles gerade auf. Ja, es ist alles super. Schau, wie gut das ist. Nein, ich sehe es von hier gerade nicht. Ich bin gerade, Ja. Stell einfach vor, ich bin sehr brav. Kann ich mir nicht vorstellen bei dir. Ja. Es gibt so Dinge, die kann ich mir einfach nicht vorstellen bei dir. Dann wirst du dich wundern, wie toll das ist. Es tut mir leid. Es ist wirklich so. Es gibt Dinge, die kann ich mir bei dir einfach nicht vorstellen. Ich wünsche es mir so innig, aber manche Dinge kann ich mir einfach nicht vorstellen bei dir. Dann wirst du dich freuen. Na, dann freue ich mich jetzt schon. Kannst mir gleich Eisenplatten mitbringen. Und ich schon. Ja, kann ich machen. Okay. So, ich habe jetzt erstmal hier den Ölgenerator jetzt so aufgestellt. Ich muss noch einen zweiten machen, da brauche ich auch ein paar Computer für. Hast du noch welche? Ich habe noch welche, glaube ich. Wenn du noch 4 Stück hast, dann ist gut. Ja, noch mehr. Gut, das sieht doch gut aus. Immer eine Platte Platz dazwischen. Ja, weiß ich. Sehr schön gleichmäßig gebaut. Ich bin begeistert. Ja, 6 Computer her. Warte, hier. Ich hab dir mal ein paar Platten da rausgelegt. Okay. So, kann ich mir jetzt noch so einen Fuel Generator leisten? Heavy Modular Flame, hast du nur vielleicht noch 4 Heavy Modular Frames? Ich hab Modular Frame und diesen
Encased Industrial Beam. Also damit kann ich mir das selber machen, sagst du? Ja, oder braucht man noch was? Ich weiß glaub, ich nicht. Das... Aber ich kann auch selber dann losgehen und mir das machen, dann ist nicht wieder. Stimmt. Wie viel brauchst du? Heavy Modular Frame brauche ich 4. Okay. Wieso kann ich da jetzt nichts craften? Stehe ich auf der falschen Seite? Ich kann zwar rein, aber ich kann nichts craften. Ah, jetzt. Ich kann genau 4 bauen. Na dann. Wieso kann ich jetzt wieder nicht craften? Gerade drin? Ich bin gerade raus. Ja. Ich konnte nicht craften und plötzlich nicht mehr. Kannst du jetzt craften wieder? Ja. Ich hole mal schnell noch ein paar Kabel für mich. Okay. Kannst du mir ein bisschen Beton mitbringen, bitte? Beton... Ja, wie viel brauchst du denn? Ah, ein Stack oder so. Und hier sind deine... Heavy Modular Frame. Okay. Könnte ich dir gleich noch mehr machen? Nee, ich brauch nicht mehr. Okay. Ich brauche jetzt bloß noch ein paar Kabel halt. Kabel habe ich. Ja, ich hole mir aber selber jetzt mal schnell 2 Stacks, dann kann ich hier vielleicht auch einer mitbringen. Wenn wir wieder Kabel ziehen müssen oder so. Ist schon wieder gar nicht mal so früh. Eine blöde Powerslack und so, das könnte ich da eigentlich mal am Hub ablegen, ne? Oh Gott, da stehen ja schon so Kisten rum, so eine Schrottkiste nehme ich mal an. Wo einer andauernd irgendwas reingeworfen hat. Ah ja, da ist natürlich schon eine Powerslack drin. Dann lege ich mal eine dazu. Das ist ja nicht weiter schlimm. Das passt ja. Das kann man ja mal machen. Dann könnte man irgendwo, wo ein Engpass ist, das mal ein bisschen beschleunigen. Naja, einen Engpass haben wir ja jetzt noch nicht so richtig. Und ich habe eben gelesen, dass im Endgame hat man eigentlich nur noch die Beschränkung auf die Ressourcen und dass die dann halt oft übertaktet werden. Weil die anderen Sachen sind eh schnell genug. Aha. Ja, dann. Ah, das geht sich ja gut aus. Na Linie, wo bist du? Da, danke. Kann ich das leider nicht ganz einhalten, aber das liegt an der Größe dieser dusseligen Gebäude hier. Was nicht ganz einhalten? Ja, dass man überall Platz dazwischen haben muss. Ja. Das könnte. Naja, doch, man kann auch durchlaufen. Eieieiei, das ist aber auch echt. Und hier geht es sich auch platzmäßig aus mit den Dingern. Jetzt ist nur die Frage, wie man da am besten Strom hinzieht. Ah, ich könnte drüben direkt vom Kraftwerk. Ja. Da ist überall noch einer frei, das ist schön. Wie stibitz ich mir da einen? Gott! Wie lange das Spiel überlegt, bis es was baut hier bei mir? So, ich habe jetzt hier 2 Ölgeneratoren quasi in Betrieb genommen. Sehr schön. Ja, Öl? Nee, ich hab kein Öl mehr hier. Das heißt, ich habe die Kapazität unseres Stroms jetzt noch ein bisschen erhöht. Oh. Geht erstmal ein bisschen was. So, gut. Das war das, was ich eigentlich heute schaffen wollte. Ja. Wollte eigentlich bloß 2 solche Dinger bauen. Aber gut, wir sind jetzt natürlich auch hier hinten mit weiter dabei, das ist schon mal ganz cool. Und dann haben wir hier 8 Cable-Fabriken wieder, ne? Und die liefern jeweils 15 Cable oder 30? Das sind Wires jetzt. Ach, Wires, meine ich ja. Wie viel 45 Wires? Pro Minute. 45 pro Ding, ja? Ja. Nicht schlecht. Dann kannst du hinter jedem einen Container hinterstellen. Oha, jetzt ruckelt's gerade. Ja. Drüben kommen noch keine an. Ah, das muss ich erst alles einpendeln, glaube ich. Weil die ganz am Ende, die kriegen halt... wenig.
Könnte ich manuell vielleicht nachlegen. Dann hast du schlecht geteilt. Ja, ich habe halt so eine Kette gemacht. Das ist doof. Du hättest quasi, wie ich beim Öl geteilt habe, quasi vorteilen, 60 und dann rein in 2, in 1 wieder auf 30 runterteilt. Oder auf 50. Dann mache ich das so. Passt. Ich meine, theoretisch geht das so auch, aber das Problem ist, der hinten kriegt jetzt bloß 7,5 pro ab. Weil du ja, einmal mehr teilst. Ja, wenn der erste dann schon voll ist. Irgendwann gleicht sich's dann an. Ja. Aber nee, das ist nicht schön. Nee? Aber es ist schön kompakt. Ja, nö. Ja. Ja, aber... Wie kommt man noch da rum rauf? So. Also, dass du direkt am Eingang einmal teilst, ne? Aber der kriegt dir auch genug. 14, 18. Na, der kriegt nicht so viel ab. Oh, jetzt ruckelt's grad. Ja, es ruckelt gerade richtig tierisch. Stimmt. Also, ich würde das anders teilen. Ich würde dann quasi hier einen Teiler, hier so einen Teiler dazwischen. Ja, da. Dann und diese Linie da entfernen, die da. Was? Das hier entfernen. Sagst du einfach mal. Warte mal, ja, oder du kannst. Und dann da einen davor setzen noch. Dann musst du die noch drehen, den Würfel, ne? Ja. Kann ich den jetzt so dranhängen? Sind die dann verbunden oder? Nein, ich hab keine Ahnung. Nicht. Bei mir hat das nie geklappt mit dem Verbinden. Du hast immer gesagt, du kannst die einfach draufsetzen und klappt das, ne? Das hat bei mir nie funktioniert. Förderband kann man's. Bei mir hat das nie funktioniert. Das hat irgendwie immer. Hast du den jetzt richtig rum? Den hast du falsch gedreht. Oder? Ja. Den hättest du einmal noch drehen müssen. Den Eingang in die Richtung, ja. Oh, sieht gut aus. Kann halt nicht mehr so gut durchgehen, aber. Ja, die Förderbänder, wenn tap, über Förderbänder musstest du eh mal springen. Tap. Futter in der Zunge. Tap. So, ich baue schon mal einen Lookout Tower, auf dem ich mich jetzt stelle zum Speichern des Spielstandes. Aha. Was sagt ihr das? Boah, wir haben wieder so eine magische Zeitgrenze erreicht. Ja. Ich werde jetzt hier noch ein schönes Foto von dir machen, was du da gebaut hast, wenn das hier nicht so ruckeln würde. Dass ich mal was halbwegs ordentliches gebaut habe. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Es hat durchaus seine sehr schönen Vorzüge. Also so langsam aber sicher, wir kriegen dich noch dahin, wo wir dich hin haben müssen. Wird schon noch alles besser werden mit dir. So, hier nochmal Kupfer, da machen wir Kupferschmelze, fotografiere ich auch nochmal ein bisschen. So, mal gucken, was ich da denn nehme. Ich habe jetzt ein paar Bilder, ich habe bevor ich die Aufnahme gestartet, habe ich noch ein paar Landschaftsfotos gemacht schon. Ja, mein Guter. Wieder eine Stunde Satisfactory komplett rum, ne? Wir haben jetzt wieder zusammen eine Stunde gespielt. Können wir gleich noch eine machen? Nein. Weißt du eigentlich, dass wir jetzt Folgen für die nächsten 2 Wochen haben? Ah, dann können wir für die nächsten 4 Wochen machen. Naja, aber dann spielen wir ja erst in 4 Wochen wieder. So spielen wir ja dann wenigstens nächste Woche wieder. Dann musst du es öfter bringen. Nee. Warte. Also das ist, weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Gut, also. Meine lieben Leute, wir verabschieden uns von euch. Wir werden hier beim nächsten Mal weiterbauen an unseren Kabeln. Da müssen wir jetzt ja die Hälfte schon mal rüberziehen, damit wir dort in einer mit Plastik verseuchten Fabrik dann daraus... Was machen wir da draus als erstes? Circuitboards, ne? Ja. Dass wir denn da Circuitboards machen können. Und dann brauchen wir natürlich ganz viel Plastik und Circuitboards. Und dann brauchen wir Kabel noch, ne? Kabel müssen wir auch nochmal herstellen. Ist doch schon mal nicht schlecht.
Nur mal gucken, wie viel wir davon brauchen können und wo wir das hinbauen können. Da hinten kriegen wir das Plastik her aus diesen. Wird noch interessant, wie wir das denn hier rüberlegen. Naja, kriegen wir hin. Alles klar, ich wünsche euch was. Viel Spaß noch und Thompson ist voll im Element, den muss man da immer... Mach das hier noch fertig. Ich muss den immer vom Server kicken am Ende so einer Aufnahme. Ganz fürchterlich, der mag dieses Spiel sehr gerne. Ist gleich fertig, warte. Ja, ich guck dir noch zu. Ich bin ja auch noch online, also jetzt hat er den... Einen muss er noch setzen. Genießt er sich mal ordentlich, boah. Ja, ich bin begeistert. Könnte durchaus passieren, dass ich dich dann demnächst mal ohne Aufsicht und ohne vorher mal gucken und einen Plan machen, bauen lasse. Ziel erreicht. Ja, gut. Also dann, ich wünsche euch was, ne? Tschüss. Servus.